Prozess. Und zwar hat einer der Juroren anonym sich auf TikTok gemeldet. Und wenn ich dran denke, verlinke ich die Quelle hier auch nochmal. Und ja, hat auch so die eine oder andere Frage beantwortet. Und das wollte ich einfach mal vortragen jetzt. Ich habe noch einen Gutschein für dieses Wochenende. Wir haben einen Flash-Sale auf Liebeschip, 22% auf meine Kurse, sehr selten gibt es das bei mir, mit dem Code Juni22 einfach in der Kaufempfehlung eingehen. Ich würde so gerne wissen, ob Sejuri auch so unangenehm war, dass Emma sie immer so angestarrt hat bei jeder bei jeder Frage. Da sagte er, ich konnte sie gar nicht mehr anschauen. dann waren die Juroren alle auf Johnnys Seite oder gibt es welche, die oder hattet ihr, musstet ihr einen Kompromiss finden? Und dann hat er geschrieben, nee, wir mussten einen Kompromiss finden. Wie hast du dich gefühlt mit dieser, dass sie diese Millionen nicht gezahlt hat, also mit diesem Thema donated versus pledged, also gespendet versus versprochen sozusagen? 100% konnte sie nicht zugeben, dass sie falsch war. Das war für mich der springende Punkt so in meiner Entscheidung. Camille hat einen super Job gemacht. Was war deine Reaktion zu Her Dog Stepped on a Bee, ne? Dieses Meme, also ihren Hund ist auf eine Biene getreten und sie da so, oh. Da sagt er, also es schien so, als wenn sie einfach Storys aus dem Nichts erfindet an diesem Punkt. So. Hast du die das gesehen von Elaine Bredow, Interviews nach dem Urteil? Habe ich nicht. Will das bald angucken. Mein Kopf explodiert gerade von dem ganzen Prozess. Ich brauche erstmal eine Pause. Was hast du über Dr. Spiegel gedacht? Ich habe es gar nicht, diese merkwürdigen Gesichtsausdrücke gar nicht gesehen, bis ich dieses Video gesehen habe. Aber es war definitiv ein seltsamer Charakter und interessante Person. Ja. Ich habe mich gewundert, ob die Juroren es auch rausfinden ohne Social Media. Ja, sagt er 100%. So. Warum 10 Millionen und nicht 50? Unrealistische Summe und nicht alle Juroren ja, waren der gleichen Meinung, mussten irgendwie Mittelwert finden, ja. So, nochmal. So, jetzt gucke ich nochmal, ob ich da noch eine Frage finde. Habt ihr und die Jury gedacht, dass Johnny überhaupt sie irgendwann körperlich ja, missbraucht hat? Ja, haben wir geglaubt, das finde ich spannend. Aber wir haben nicht geglaubt, dass er sozusagen das ausführende Element war und nicht in diesem Ausmaß, wie sie ihn missbraucht hat. Also geht er so quasi reaktiv mehr. Aber ich hätte gedacht, dass das schon reicht, dass er das dann nicht kriegt. Ja. Das finde ich spannend. Ja. Warst du erstaunt, dass das auf Social Media so aufgeblasen war? Ja, das haben mir Freunde und Familie schon gesagt, aber ich habe nicht groß Social Media. Okay, jetzt aber dafür schon mal schon. Und habe mich versucht, da fernzuhalten. Ne? Ja. So. Dann nochmal, dass sie einen Kompromiss gefunden haben. Ja, ich glaube, der Rest, das wiederholt sich jetzt noch ein paar Mal. Ja, spannende Sache. Vielleicht noch ein paar Gedanken dazu, wie wir das jetzt so weitergehen. Also man kann ja bei ihr sehen, was so typisch für so krasse Minuspole ist. Sage ich jetzt mal, dass sie es überhaupt nicht einsieht, natürlich jetzt auch nicht. Und dass sie eigentlich wieder sagt, ich habe nur meine freie Meinung gesagt, was ja gerade gesagt worden ist, darf sie eigentlich nicht sagen, so, ne? Und ja, diese Sturheit, die ist einfach grenzenlos irgendwie, ne? Und
Ich denke, es war alternativlos, was Johnny Depp gemacht hat. Er hat ja jetzt seinen Sieg gekriegt. Ich glaube nicht, dass er jemals irgendeine substanzielle Summe kriegen wird. Vielleicht wird er mal eine Million kriegen oder so. Aber sie wird alles in Bewegung setzen. Berufung, ich habe kein Geld, um das nicht zuzugeben. Und auch, um, ist meine Meinung, im Kontakt oder meine Vermutung, mit ihm in Kontakt bleiben zu können durch ewige Verwicklungen. Und ich glaube, das ist auch so, vielleicht könnte ein unbewusster Wunsch sein, mit ihm in Kontakt zu bleiben und nicht abzuschließen wirklich. Und sie kriegt ja auch wahnsinnig viel Aufmerksamkeit. Ja, es ist negative Aufmerksamkeit, aber es ist auch Aufmerksamkeit. Ich glaube, in diesem Punkt hat Johnny es richtig gemacht, aber man sieht hier auch, warum es manchmal besser ist, wenn es jetzt nur um $10 gegangen wäre, keine Energie reinzugeben, auch nicht gewinnen zu wollen, sondern einfach zu sagen, ich gebe in diesen Menschen einfach keinerlei Aufmerksamkeit und Energie mehr rein. Wenn es nicht um große Geldmengen oder es wichtig ist, dass es nach außen so einen Prozess gibt, ist es oft besser. Das sieht man auch hier jetzt, dass jeder, ja, wie einer drauf abgeht, auf diese ganze, ich weiß es nicht, also vielleicht liege ich da auch falsch, aber Aufmerksamkeit und dieses Verwickeln und so dieses auch im Kampf bleiben wollen. Ne? Also sie ist da sofort im Kampf geblieben, nicht irgendwie so, ah, ich sehe es jetzt ein, sondern ja, und gegen diese Sturheit kann man, glaube ich, auch nicht gewinnen. Da kann man nur aufhören zu kämpfen. Und ich glaube, da wäre Johnny Depp auch gut beraten. Klar, wenn er jetzt, kann sich natürlich eine Berufung nicht entziehen, aber ich glaube, er sollte sich jetzt echt lassen, einfach sehen, dass er möglichst viel Geld kriegt auf irgendeine Weise und das dann einfach loslassen, egal was sie dann, wie sie ihn dann noch provoziert, weil sonst haben die den gleichen Ablauf, den sie vorher eigentlich auch schon hatten, dass sie provoziert und er lässt sich irgendwie provozieren. Ne? Ja, hoffe, es war interessant für euch. Lasst gerne ein Like da oder ein Abo oder ein Thank oder irgendwie sowas. Wir sehen uns bald wieder.